Interview mit Professor Dr. Hans-Hermann Hoppe. Herr Hoppe, zunächst vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch »Der Wettbewerb der Gauner«: Wir brauchen keinen europäischen Gesamtstaat, wie ihn die EU schaffen will. Wir brauchen vielmehr ein Europa und eine Welt, die aus Hunderten bzw. Tausenden kleiner Liechtensteins und Singapurs besteht. Eine solche Tendenz ist derzeit nicht zu erkennen. Eher das Gegenteil. Muss es politisch und wirtschaftlich erst noch schlimmer kommen, bevor es wieder besser wird? Leider, ich fürchte, so ist es. Wir werden wohl erst noch den Staatsbankrott Portugals, Spaniens, Italiens und letztlich auch den Deutschlands erleben müssen. Erst dann, fürchte ich, wird auch dem Letzten klar werden, was viele schon jetzt ahnen, dass die EU nichts ist als eine gigantische Maschinerie der Einkommens- und Vermögensumverteilung. Von Deutschland und den Niederlanden nach Griechenland, Spanien, Portugal und so weiter. Aber nicht nur das, dass derselbe Irrsinn, dieselbe Sauerei auch innerhalb eines jeden einzelnen Landes existiert. Umverteilung von Bayern und Baden-Württemberg nach Bremen und Berlin. Von Groß-Kleckersdorf nach Klein-Kleckersdorf. Von einer Firma oder Branche hin zu einer anderen. Von Hinz zu Kunz. Und so weiter und immer nach dem gleichen perversen Muster. Umverteilung von produktiveren Ländern, Regionen, Orten, Firmen und Personen hin zu weniger oder gar nicht produktiven. Ein Bankrott bringt all dies drastisch zum Vorschein. Und vielleicht setzt sich dann auch endlich die Einsicht durch, dass die Demokratie, in deren Namen all diese Sauereien geschehen sind, nichts anderes ist als eine speziell hinterlistige Form des Kommunismus und dass die Politiker, die diesen moralischen und wirtschaftlichen Irrsinn angerichtet haben und sich an ihm persönlich bereichert haben und doch nie für den von ihnen angerichteten Schaden haften mussten, nichts sind als ein verachtungswürdiger Haufen kommunistischer Gauner. Auf der Stiegenspitze, die Welt jetzt liegt, Romol, wer den Degen jetzt führet. Und bleibt ihr nur wacker zusammengefügt, ihr singt das Licht und regiert. Es ist keine Krone so fest und so hoch, der mutige Springer erreicht sie doch. Es ist keine Krone so fest und so hoch, der mutige Springer.